So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ist jetzt zwar auch ein bisschen verspätet, dass ich dir jetzt erst die Trade zeige. Das ist tatsächlich von letztem Mittwoch, nachdem das FOMC-Protokoll gekommen ist. Da sehen wir auch jetzt daran, wo quasi diese starke grüne Kerze angefangen hat. Das ist quasi 20 Uhr gewesen. Da kam quasi von den Notenbankern mal ein Signal, was über die nächste Zeit zumindest für Zinsen erwartet werden könnte. Und wir merken, wie wir jetzt ein bisschen hochgeschossen sind, aber extrem abverkauft wurden, sprich eine richtige Abweisung nach oben gesehen haben. Und diese Abweisung nach oben deutet vielleicht darauf hin, dass es dann weiter nach unten gehen könnte. Vorher natürlich kurz Disclaimer, das Handeln an der Börse ist in Eigenverantwortung. Ich bringe keine Anlageberatung oder ähnliches. Alle Aussagen sind stets meine eigene Meinung. Und als Tipp für dich natürlich, wenn du auch aus dem Chart handeln möchtest, so wie ich das hier in dem Video zum Beispiel mache, dann guck doch gerne mal in der Videobeschreibung nach. Da habe ich dir einen Link für ein Demokonto gesetzt, wo du erstmal so ein bisschen mit effektivem Geld trainieren kannst, wenn du das magst. So, Short-Position ist drin. Wie gesagt, ich habe gemerkt, dass es nach oben nicht weitergeht. Das habe ich ja an der fetten Abweisung gemerkt. Entsprechend, wenn es nicht nach oben geht, dann geht es vermutlich natürlich nach unten im Umkehr. Im Umkehrschluss natürlich, und wir sehen, dass das sofort gut anläuft. Ich bin direkt 20 Punkte vorne, tue entsprechend hier mal eine halbe Positionsgröße rausnehmen, und die andere Hälfte ist natürlich schon mit Stop-Loss of Break-Even abgesichert. Aber der Trade läuft echt verdammt gut an, wo ich sage: Na gut, alles wieder abgeben, bin ich kein Freund davon. Ich tue lieber versuchen, Stück für Stück immer mir mehr und mehr quasi abzusichern, sprich Stück für Stück immer ein bisschen etwas noch mit abzusichern. Zu Hamstern. In dem Fall jetzt hier habe ich mir schon knapp 30 Punkte hier abgesichert, und na gut, dann ist quasi die zweite Hälfte mit 30 Punkten rausgeflogen, die erste Hälfte mit 20 Punkten. Passt soweit. So, nächster Trade. Wir merken, wie wir jetzt quasi ein bisschen nach oben gereboundet sind. Und vielleicht kennst du von mir schon das System, dass ich ganz gerne immer einen Impuls abwarte, in dem Fall nach unten, jetzt einen Rücksetzer nach oben abwarte und dann auf den nächsten Abwärtsimpuls handeln möchte. Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt quasi nach oben genug gereboundet sind erstmal und jetzt quasi der nächste Abwärtsimpuls kommen könnte. Wir merken aber, dass der Trade ganz schön schlecht für mich anläuft. Ich bin eigentlich sofort im Minus und noch schlimmer, ich bin auch sofort eigentlich in dem 20-Punkte-Stop-Loss drin gewesen. Das heißt, das lief nicht wirklich gut. Aber der nächste Trade, da bin ich auch schon wieder direkt short drin, weil ich merke, ja, eigentlich die Idee an sich habe ich ja. Wir haben ja trotzdem nach oben ja die starke Abweisung vorhin gehabt. Das heißt, die Idee, dass wir vielleicht weiter nach unten ziehen könnten, ist für mich trotzdem noch intakt. Deswegen muss ich es einfach nochmal probieren. Habe quasi einen neuen Short probiert. Wir sehen jetzt, ich bin jetzt hier quasi in dem Bereich von den EMA 20 und EMA 50, als auch da, wo quasi ja jetzt hier vor 5, 6 Minuten der erste Impuls nach oben gestartet hatte von dieser dicken grünen Kerze. Entsprechend sage ich, okay, na gut, seit dem FOMC-Protokoll sind wir jetzt quasi plus minus null im Detail, aber wir haben eher diese Tendenz zur Schwäche. Und ich denke, dass es von hier aus entsprechend natürlich weiter runtergehen könnte. Wir merken, dass der Trade doch schon ganz einen Ticken besser anläuft als der erste Trade. Wir merken, ich bin direkt ein bisschen im Plus, und dass ich im Plus bin, sofort von Trade Start aus, das ist immer ein ganz gutes Zeichen, weil das heißt ja nichts anderes wie, als dass der Markt mir erstmal recht gibt. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und noch besser würde ich jetzt wahrscheinlich so machen: Ich habe jetzt quasi am Anfang auch einen 20-Punkte-Stop-Loss tatsächlich drin und 60-Punkte-Take-Profit. Und na gut, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter runterziehen könnten, genau wie jetzt in dem Fall, dann bin ich bereit, den Stop-Loss erstmal auf Break-Even nachzuziehen, weil das Risiko jetzt hier schon verdient ist. Die 20 Punkte, die ich am Anfang gesetzt habe, sind jetzt schon verdient. Entsprechend kommt da der Stop-Loss auf jeden Fall auf Break-Even, wobei ich jetzt hier auch sogar schon eine halbe Positionsgröße rausgenommen hatte. Und jetzt ist die Idee wieder: Okay, der Trade läuft ganz gut an. Ich habe ein paar Teilgewinne ja schon gesichert. Jetzt will ich mit der zweiten Hälfte mir auch immer Stück für Stück wieder etwas mehr abhamstern. In dem Detail, das kannst du jetzt mal ganz gern beobachten, tue ich den Stop-Loss immer über das aktuelle Kerzenhoch quasi setzen. Warum mache ich das? Und das sehen wir jetzt auch gleich wieder, wie ich jetzt auf das nächste Kerzenhoch gleich nachziehen werde. Oder zumindest einen Ticken drüber. Warum mache ich das? Weil ich sage: Okay, das Minimal, die letzten 4, 5 Kerzen ist ja sowas wie ein bisschen ein Abwärtstrend, sage ich mal. Und ein Abwärtstrend ist definiert durch tiefere Hochs und tiefere Tiefs. Und dieses aktuelle Kerzenhoch ist ja quasi im Prinzip ein tieferes Hoch, würde ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht im Minutenchart sein, sondern vielleicht auf 5-Minuten-Chart-Basis. Das heißt, würden wir jetzt über das Hoch drüber laufen, da hätte ich ja ein erstes höheres Hoch, was eher vielleicht auf einen Aufwärtstrend hindeuten könnte. Entsprechend war da die Idee nicht mal ganz so stark intakt, deswegen ich da quasi immer über das letzte Verlaufshoch nachtrailen möchte letztendlich. Das habe ich ganz gut gemacht. Wir sind jetzt nah ganz unten an dem 60-Punkte-Take-Profit. Mal gucken, ob da jetzt noch gleich rauskommt insgesamt. Ich habe jetzt einen Stop-Loss ganz eng schon nachgezogen. Ich meine, warum sollte ich jetzt hier viel noch abgeben? Na gut, und am Ende bin ich dann hier mit knapp 50 Punkten oder sowas hier rausgeflogen. Aber Top-Trade. So, nächster Trade. Wir merken jetzt, wie wir quasi hier unten die letzten drei Kerzen ganz schön was an Lunden gebildet haben. Lunden bedeutet ja eigentlich bloß, dass der Kurs runtergelaufen ist erstmal, aber wieder sofort hochgekauft wurde. Das habe ich jetzt dreimal in Folge jetzt hier gesehen, weswegen ich sage: Okay, naja, warte mal, der Kurs wird jetzt dauernd wieder hochgekauft. Vielleicht könnte auch diese aufbauende Kaufstärke quasi noch etwas mehr durchziehen. Entsprechend natürlich nach oben. Entsprechend habe ich jetzt auch natürlich einen Long gekauft. Wir merken, der Trade direkt läuft jetzt nicht ganz so geil an, wenn ich ehrlich bin. Aber hey, plus minus null ist immer besser als komplett direkt im Stop-Loss oder sowas, wie es mir vorhin schon in dem einen Trade passiert ist. Aber gut, das gehört auch dazu.
Und jedenfalls ist es aber auch noch so, was du wissen musst, wir sind ja gerade noch in einer sehr volatilen Phase, wo ich jetzt sage, okay, ich will den Stop-Loss relativ zeitnah schon wieder nachziehen. Jetzt bin ich gerade 10 Punkte im Plus gewesen, wo ich sage, okay, na gut, warum soll ich jetzt hier noch großes Risiko wieder eingehen? Ich will den Stop-Loss lieber auf Break-Even nachziehen. Und na gut, dadurch, dass die Phase, wie gesagt, jetzt sehr volatil ist und der Stop-Loss dann mit 10 Punkten ja doch relativ eng noch dran war, bin ich jetzt hier Break-Even rausgeflogen. Aber hey, Break-Even ist immerhin besser als Verlust und von daher ist der Trade auch in Ordnung. Und dass ich ja zwischendurch im Plus war, heißt ja, dass die Trade-Idee ja erstmal intakt war und der Markt mir ja quasi recht gegeben hat, was ja schon mal was Gutes ist. Okay, wir gucken nochmal auf den nächsten Trade. Wir merken, wie wir ungefähr jetzt eine halbe Stunde später erst drin sind, aber wir merken, wie wir jetzt auch ganz schön stark nach unten gelaufen sind, auf ein komplett neues Tagestief. Und jetzt die letzten vier grünen Kerzen, wenn wir die uns mal im Detail beobachten, was sehen wir da jetzt hier? Wir merken, dass die Kerzenkörper Stück für Stück kleiner werden, bis dann jetzt quasi die eine Kerze oben eine ganz schön lang doch dran bildet. Das heißt, ich merke, dass quasi die Stärke nach oben immer weniger wird. Das sehe ich anhand der kleiner werdenden Kerzenkörper. Und anhand des Dochtes oben sehe ich wirklich, dass es eine Abweisung nach oben auch noch gibt. Na gut, wenn es nicht nach oben will, dann will es vermutlich ja nach unten. Entsprechend bin ich jetzt hier short in dem Trade drinne. Vielleicht auch so ein bisschen in Kombination mit dem EMA20, der jetzt hier so langsam auf den Kurs drückt. Und wir merken aber, dass die Idee, sag ich mal, in meiner Augen zumindest sehr gut ist, aber der Trade läuft trotzdem nicht ganz so gut an. Ich bin zwar die ganze Zeit so ein bisschen im Plus mal, aber so richtig weit läuft der Trade nicht an, muss ich sagen. Was ein bisschen schade ist. Und stattdessen greift jetzt so langsam meine 5-Minute-Stop-Loss-Rule. Ich bin jetzt schon 4 Minuten im Trade drin, wo ich sage, okay, wenn der Trade 5 Minuten lang nicht anläuft, dann gehe ich einfach raus. Wir sind jetzt gerade genau in der 5-Minute und leider hat die dann hier mich genau in den Stop-Loss befördert. Aber okay, das heißt quasi insgesamt, zwei Gewinntrades, zwei Verlusttrades, ein Break-Even-Trade. Aber trotzdem konnte ich mich über 557 Euro Bruttogewinn freuen. Liegt einfach daran, dass quasi meine Gewinntrades einfach einen ganzen Ticken größer waren als meine Verlusttrades. Und entsprechend passt das von der CAV, also Chance-Risiko-Verhältnis-Seite, auf jeden Fall. Und da kann ich auch doch damit ganz zufrieden sein. Ich hoffe, du konntest auch ein bisschen was mitnehmen bezüglich vielleicht mit diesem Impuls, Rücksetzer, Impulsmuster wieder. Oder wie man so ein bisschen die Preis-Action lesen kann, was ja zum Beispiel bei dem letzten Trade sehr interessant war, auch wenn der Trade natürlich leider nicht aufgegangen ist, aber ich bin mir ganz schön sicher, dass es vielleicht beim nächsten Trade aufgehen wird, den ich dir möglicherweise sogar schon im nächsten Video präsentieren kann.